Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus DGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir fahren gerade mit dem Eisenerzzug, den wir jetzt natürlich auch bedienen dürfen können und müssen, in Richtung des Bahnhofs, wo wir das Eisenerz anliefern lassen wollen. So, da müssen wir jetzt mal ganz kurz rausspringen aus dem Zug. Das einzig Dumme, was wir hier halt gemacht haben, ist, dass der eine Bahnhof den anderen blockieren kann und ich hoffe aber einfach, dass das nicht allzu häufig passiert. So, wie viel Material will ich hier eigentlich haben die ganze Zeit? 10.000, das ist okay. Oder? Nee. Habe ich hier angefordert? Ja, 10.000. Das ist vollkommen okay. Dann sollte das in alle Kisten hineingehen und der Zug dann einfach abfahren können. Dann liegen hier 1,5 K drin und dann wird immer mal wieder ein bisschen was rausgenommen. Und dann wird hier schon fleißig produziert wieder. Von dieser Flüssigkeit. Was wir jetzt natürlich dann jetzt dumm gemacht haben, ist, dass wir das Aluminium hier oben erstmal nicht produzieren. Ne? Das wird jetzt dann irgendwann wegkommen, solange wir die hier produzieren. Aber es kann jetzt erstmal die Reihe mit den Chips voll produzieren und alles herstellen. Das heißt also, bis dahin kommen wir auf jeden Fall durch. Und da kommen wir auch durch, dass dann nachher hier in jeder Kiste 20.000 von diesen Chips liegen. Ist nicht mehr viel. Also hier fehlen 7.000, glaube ich. Und da fehlen 6.000. Also das wird sich schon durchsetzen, denke ich mal, die nächste Zeit. Aber hier ist erstmal Produktion. Brick Solution sollte ausreichen, damit dieses Werk hier produzieren kann und funktionieren kann. Und zack, da wird das andere schon wieder angeliefert. Sehr gut. Ja, Eisenerz kann ich leider hier, habe ich hier sagen, erstmal keinen Bahnhof. Geil. So, und weil ich ja jetzt denn eigentlich dachte, dass ich Aluminium schon habe, aber das Aluminium gar nicht habe, muss ich natürlich dafür sorgen, dass ich demnächst Aluminium habe. Sehr, sehr oft Aluminium habe gesagt. Ich weiß. Aber genau dafür werden wir sorgen. Das heißt, wir werden dieses Werk, was hier so wunderschön steht, einfach nehmen, kopieren, zack und unten wieder hinsetzen. Das heißt, wir werden jetzt mit Steuerung Copy im Map-Modus mal einmal von hier angefangen, quasi einfach quer rüber bis dahin gehen. Und dann werden wir das ganze Ding versuchen, da hinzusetzen. Moment. Leg mal das da rein. So. Ich muss da unten erstmal aufräumen. Also wir müssen jetzt hier dieses ganze Geruffel und Mache von den ganzen Kabeln da loswerden. Ich glaube, ich muss auch die Querverbindungskabel alle wegmachen hier. Sonst kriege ich Schwierigkeiten, das zu setzen. Die Längsverbindungskabel kann ich lassen. Aber ich glaube, die Querverbindungskabel muss ich alle wegmachen, sonst passt das nicht. Und dann müssen wir noch ein bisschen was Kleines anpassen dort. Aber nur was Kleines. Dass das denn funktioniert. Und dann müssen wir die ganzen Produktionen umstellen. Aber das kriegen wir dann auch noch hin. Denke ich mal, da sollten wir Firmen sein. So, naja, kommt erstmal weg. Geht ja gleich wieder da. So. Gut. So. Jetzt müsste das aber alles. Na gut, machen wir hier die Querverbindung noch weg. Einfach mal was können gerade. Dann müsste eigentlich nämlich alles richtig hingestellt werden. So Bahnhof und sonst irgendwas dergleichen. Müsste alles gut dastehen. Und wir müssen dann halt eben nur darauf achten, dass wir dann bei der Produktionsein- und Umstellung besser werden. Hier oben könnte uns auch ein Strommast noch ein bisschen Schwierigkeiten bereiten. Aber das sollte dann klappen. So. Okay, dann holen wir mal her das Blueprint. Dieses müsste jetzt hier rotiert eigentlich genau reinpassen, wenn ich denn den da drauf ansetze. Ja, passt nicht so ganz da rein, aber fast. Wir klicken mal, mal gucken, was sich so nicht baut davon. Also wo es denn Schwierigkeiten nachher gibt. Wie wir sehen, wird es hier Schwierigkeiten geben. Das können wir aber lösen, die Schwierigkeit erstmal. Ja, da kriegen wir halt keine ganze Verbindung rüber, aber das müssen wir dann dahin bauen noch. Und dann werden wir jetzt hier so ein paar Kleinigkeiten, kann ich ja selber setzen, die ich habe. Damit es dann hier eine elektrische Verbindung schon mal gibt und auch die Masten richtig gesetzt sind. Okay, die sind also eigentlich verquer hier. Die gehen eigentlich auf die Seite. Naja, gut.
So ganz ideal war dieser. Dieses einfach kopieren von da oben und hier runterschmeißen jetzt nicht, aber passt. So, wir werden uns jetzt auf jeden Fall damit befassen, was wir hier haben wollen. Das heißt, wir werden jetzt zuerst mal den Baustein hier setzen. Wir werden den auf Aluminium stellen. Minus 20.000. Bitteschön. Dankeschön. So, wir werden hier die roten Dinger setzen. Die habe ich ja auch schon. So. Die werden wir setzen auf Aluminium und Aluminium, so. Okay, das setzen sie jetzt als erstes. Wundert mich ein bisschen. Interessant, dass die Kurve hier reinkommt. Oh, ganz genau sitzt es nicht drauf, ne? Egal, auch fast. So, die Kurve brauchen wir dann nicht. Die Kurve brauchen wir noch nicht, das Stück brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das Stück muss ich wieder setzen, das brauchen wir. Uiuiuiui. Radikal, aber das Ende brauchen wir hier theoretisch eigentlich auch nicht. Das ist auch okay soweit. So, gut. Das ist Käse soweit. So, hier wird auf jeden Fall in das richtige Material angeliefert. Das heißt also, auch wenn jetzt hier alles gebaut wird, kann hier oben erstmal kein Blödsinn passieren. Und das wird dann erstmal durchlaufen. Ich weiß aber nicht, ob ich mit den Casting Machines hier klarkomme. Ich glaub, bei Aluminium muss ich die anderen bauen, ne? Oh, da haben wir den Salat schon. Naja, kriegen wir hin. Weil die können noch keinen, die können noch kein Aluminium machen hier, ne? Da haben wir den Salat schon wieder. Gucken wir mal ganz kurz. Und zwar Aluminium Plates. Wo sind sie? Wo sind sie? Da sind sie. Genau, wird in der normalen Casting Machine gemacht. Mit der normalen Casting Machine hierher. Ungünstig jetzt. Aber so ist es leider. Das heißt, da müssen wir mal ein bisschen hier in der Mitte noch was wegputzen wieder. Mensch. Machen wir einfach so. Mal alles aus der Mitte raus hier. Nicht hingehört. Das ist Herr Carter, falls ihr es gehört habt. Ja, jetzt habt ihr noch jeden Fall gehört. Der sich gerade über, ich schätze mal, das Futter beschwert. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich vermute mal, es war einfach, dass ich ihm das falsche Futter gegeben habe. Irgend so eine Beschwerde war es auf jeden Fall. Auf jeden Fall auf höchstem Level. Ja, und mit höchster Dringlichkeit. Das merkt man auf jeden Fall. Naja. Oh, da unten habe ich ja den ganzen Bereich vergessen. So, dann hört man auf, diesen Kram zu bauen hier. So. Achso, nee, den Bereich, den dürft ihr bauen. Ah. Okay, den Bereich, den dürft ihr da bauen. Das ist nicht wieder schlimm. Das tut nicht so weh. So, okay. Also. Wir brauchen dann die standardmäßigen Casting Machines. Da muss ich mir ein paar holen. Dann kann ich die hier setzen. Ich muss also mal gucken, wie die hier gesetzt werden. So. Und dann haben wir nämlich Aluminium auch schon im System. Ist auch wieder ein bisschen mehr Bewegung hier auf den Schienen unterwegs, wie man sieht. Kaum produziert ein bisschen was, da geht's hier los, ne? Ja, sind wir schon über 370 Megawatt. Da geht was los. Wenn die Chipproduktion angeht, dann ist richtig Alarm im Salat hier. Da hinten steht, ach nee, da steht der Bahnhof, okay. Der steht im Mallbahnhof, der will ja gerade was anliefern. Tüt. Fetze Stahl oder irgend sowas. Keine Ahnung. Und kaum bauen die Bauroboter natürlich auch eine Menge, geht es natürlich auch gleich wieder rund hier. So, jetzt wollen wir mal gucken hier, wo sind denn die Casting Machines, die will ich haben. So. Keine Ahnung, wie viel ich davon brauche, aber das werden wir gleich rausfinden.
Ich will da erstmal, keine Ahnung, 10 jede Seite hoch runter. Ich denke, das sollte reichen. Dann können wir ein bisschen Aluminium machen. So viel brauche ich nicht mal. Aber, naja, gut. So, noch ist 6 rot hier. Und dann haben wir dort die Aluminiumproduktion. Naja, gut. Was soll's, so ist es halt. Hätte es mir jetzt auch anders vorstellen können. Aber, nur gut. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, wenn wir hier dahin gehen bei Beck. Fertigmetalle, Kunststoffstangen. Hier habe ich Fertigmetalle. Okay. Interessant. Neues Rezept bitte hinzufügen. Und zwar würden wir ganz gerne Aluminiumplatten machen. Aluminium Plates. Aus unserem aktuell bekannten. Genau. So, davon würden wir ganz gerne das produzieren in den Öfen. Und hier hätte ich ganz gerne einfach. Das mal 30 Stück. So, das macht 10 solcher Öfen und 30 solcher Teile. Da haben wir also ein bisschen mehr. Das heißt, da können wir ruhig auf. Können wir ja dann auf. Mal hier gehen. So, 120 kriegen wir angeliefert. Kein Problem. 120 abtransportiert kriegen wir auch. Um 80. Also wir brauchen doppelt so viel wie von den Öfen pro Reihe. Das heißt also, wir brauchen hier 6, da 6. Also jeweils immer 6 von den Dingern. Und dann passt das schon. Alles klar. Die legen wir natürlich dann in die Mitte. 1, 2. Achso, nee, den Dinger nicht. Casting Machines. Da, die hier. So. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Dann machen wir hier da unterirdisch ein Rohr. Ne, das machen wir hier in der Mitte rein, der Rohr. Ach, das ist ja gar nicht mal so mittig hier. Naja, gut, okay. Das ist wieder ein bisschen aus dem Kurs geschlagen. So, dann machen wir hier jetzt das hier. Ich platziere das da mal. So. Das wird dann gespeist von hier nach da. Und dann geht es hier in einer Steigleitung nach oben. Und dahin. Und dann kann hier Aluminium geschmolzen werden, früher oder später. So, das Ganze müssen wir natürlich noch verstromen und verlampen. Ich würde hier immer jeden zweiten eine Lampe hinsetzen und jeden anderen zweiten einen Strommast. Das müsste eigentlich. Das langt nicht aus, um da. Okay, gut. Na, dann machen wir hier einen Strommastleiter rein. So. Oh. Und dann können hier 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und dann machen wir die Hälfte Shorties von. So, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich denke, das kann man so nehmen und einfach hier jetzt weiter fortsetzen. Habe ich die Dings da nicht erwischt? Oder man einfach mitnehmen, gut ist. So. So, dann könnt ihr bauen. Guck mal, da ist auch schon das erste Aluminium angeliefert hier. Sehr gut. Dann müssen wir euch noch einstellen auf Schmelzaluminium. So, nun ist die Frage. Habe ich von den Dingern? Habe ich Casting Machines? Habe ich nicht von den anderen Dingern noch? Induction drin ist da.
Muss ich mal den als erstes voll hier. So. So. Dann kann ich das da draufsetzen und dann ist das hier auch schon mal durch erledigt. Die Kameraden wissen auch, was sie bauen sollen. So, meine Lieben, baut, meine lieben Drohnen, baut. Ich freue mich drauf, dass es fertig wird. Wasser brauchen wir jetzt erstmal noch nicht hineinfügen. Da sind wir, haben wir noch die falsche Technik. Und hier müssen wir sagen, Aluminium Plates. Und dann, achso. Aluminium Plates. Das ist noch nicht gesetzt, aber jetzt, so. Aluminium Plates. Und hier jetzt auch Aluminium Plates. So, das heißt, früher oder später werden die anfangen, hier uns wunderschön das Aluminium zu verschmelzen. Dann wird es wunderschön da oben drauf transportiert. Dann wird es irgendwann wunderschön dort rein transportiert. Nö, eine Querverbindung mache ich nicht. Wir lassen es einfach so. Und gut ist, ich muss hier unten noch überall den Anschluss setzen, sonst könnte das zu Irritationen führen. Und ich muss das hier miteinander verbinden, glaube ich. Sonst kommen die Rohre nicht zueinander. Mit dem Geschmelze. Was da so drin liegt. Sieht mir jetzt verdächtig danach aus, dass die eine extra Einladung bräuchten. So, da noch was, da noch was, da noch einen davor. So, gut, denn das läuft da drüber, da rein, da drüber, da rein. Kann also alles funktionieren. Wir könnten theoretisch hier noch eine Pumpe davor setzen, wenn uns da irgendwas spanisch oder anderwertig fremdsprachig vorkommt. So, 16 Förderbänder habe ich. Wo kann ich mit 16 Förderbändern das maximale Unheil anrichten? Ich denke, hier bin ich ganz gut dabei. Weil hier nämlich die Schmelzen auch schon liegen. Und zum Teil die Dinger dann loslegen können. Und da wird auch schon etwas abgelegt. Hier muss ich noch die Lücke schließen. Das ist ja der Baufehler, den ich überall drin habe. Ob ich den überall berichtigt habe. Aber dann können wir auch sagen, wir haben es mit dem Aluminium nicht übertrieben. Beziehungsweise auch nicht untertrieben. Wir haben es ganz gut hingekriegt und wir können ja gerade drüber hingehen und dann kann ich mir ein bisschen Baumaterial holen. Wenn ich hier gerade mal drüber laufen kann, ohne zu sterben. Ja, kriege ich hin. Sehr gut. Denn hier drüben stehen ja unsere Baukisten noch. Und wir sehen schon, wir haben unser Inventar auch schon wieder ordentlich vollgemüllt. Mit anderen unnützen Sachen. Also, nur falsch rum. Allerhand unnützes Zeug haben wir hier in den Taschen. Dann müssen wir dann auch mal wieder irgendwann aufräumen und ähnliche Sachen mitmachen. Oh, da ist schon jede Menge übergeblieben. Naja, ich kann ja erst noch ein paar Blueprints nochmal wegschmeißen. Das geht auf jeden Fall. Wo kann ich da erstmal reinlegen? Das brauche ich nicht mehr. Oh, das kann ich hier unten reinlegen mit. Ja, da müssen wir mal gucken. Das sieht eigentlich ganz gut aus, aber da gucken wir nochmal nach. Das kann weg. Das ist eigentlich auch ganz hübsch. Und das ist auch ganz hübsch eigentlich. Kann man auch so mitnehmen. So, dann können wir hier schon wieder ein bisschen mehr rausnehmen. Und dann sieht man, hier ist schon gar nicht mal so wenig drin. So, dann können wir jetzt hier erstmal nochmal in den genau gehen. Zack, die kann ich erstmal wegwerfen. Den kann ich auf jeden Fall wegwerfen. Den kann ich loswerden. Da geht schon mal was. Den Stack und den Stack. Und dann ist das auch schon mal weg. Und dann kann ich das hier noch. Das kann ich entfernen deutlich. Da kann ich auch 10 Stück von raus. Da habe ich noch 2 Baudrohnen. So, dann ist die Kiste doch schon leer hier. Und dann sind da bloß noch die Wischi-Waschi-Sachen hier drin. Ne? Die Unterwassersachen. Und die müssen wir dann irgendwann nochmal sinnvoll wohin bringen.
Gut, aber wir können jetzt hier erstmal schon mal das erste Aluminium, und das ist nämlich das, was ich gerade vorhabe, warum ich mich hier ein bisschen so anstrenge, dass ich da auch ein paar Baumaterialien, dass ich uns meine Baudrohne unterstütze, dass ich hier auf der einen Seite quasi schon mal schaffe, ein bisschen von dem Material, was hier produziert wird, auch rauszubekommen. Damit es hier schon mal auch verladen werden kann, sozusagen. Ist natürlich auch ungünstig, dass ich jetzt den hintersten als erstes da anbinde, weil der hat da jetzt am wenigsten mit zu tun. Aber gut. Was nicht ist, das ist halt nicht. So. Man muss ja zusehen, wie man hier dran kommt. Und wie es weitergeht, ne? So, was fehlt hier? Hier fehlt auch so ein Stück Feuerband wahrscheinlich. Das ist ja nicht mal so schlimm, wenn das fehlt, weil lass mal erstmal die Förder und Förderbänder voll werden. Gut, so, dann kicken wir mal, ob wir nicht hier auf der zweiten schiefen Ebene auch noch ein bisschen was hinkriegen. Aber ich glaube, da reichen jetzt meine mir anvertrauten Förderbänder nicht mehr, um dann noch irgendwas Sinnvolles draus zu machen. Na gut, ich würde sagen, war eine sehr erfolgreiche Runde, denn wir haben Aluminium, zumindest in Kleinstteilen oder in kleinen Teilen schon mal da. Es wird auf jeden Fall schon mal eingeschmolzen hier von den diversen 1, 2 Schmelzen. Moment, ich kann da oben eine Schmelze, kann ich jetzt auch schnell nochmal anbinden hier. Haben wir schon mal drei Schmelzen zumindest aktiv, die ein bisschen was machen hier an dem Bahnhof. Und dann gucken wir, dass dann nach und nach der Rest wird ja gebaut. So, und dann kriegen wir hier auch Aluminium, und dann kann Aluminium auch transportiert werden. Und dann können natürlich auch wieder hier oben, ne, das Aluminium ist ja nur leer. Hier steht alles voll. Hier wird ein bisschen was noch eingelagert, ist aber auch nicht so viel. Wie gesagt, da fehlt jeweils ein K noch, dann ist der da auch voll. Aber dann kann natürlich hier der Kamerad noch loslegen, wenn hier regelmäßig Aluminium angeliefert werden kann. So. Und das hoffe ich natürlich, dass jetzt hier regelmäßig der Aluminiumzug durchkommt. Ich muss hier, glaube ich, den Bahnhof noch einstellen, dass der... achso, der hier gibt es noch keinen... Ah, guck an. Nee, den brauche ich doch. Den brauche ich auch. Den brauche ich in der Richtung. Und ich brauche den Kameraden hier noch, damit der das anbieten kann. Und ja, der kann zwei Züge unterschiedlicher Länge. Ja, das ist schon mal das Wichtige, dass auch der kurze Zug hier ankommen kann und sich hier ein bisschen Material holen kann. So. Keine alte Stelle im Netzwerk angefunden, die Aluminiumplate anbietet. Na, das ist aber auch nicht ganz richtig. Weil hier haben wir Angebot Aluminiumplate fast 1000. Sollte eigentlich jetzt demnächst dann losgehen, dass hier die Lampe umspringt auf. Okay. Hätte ich gesagt. Na gut. Bis denn. Tschüss. Machen wir die Intel-Logistik an. Ne? Bis denn.